Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt TV, dem Kanal für hochqualitatives Schachtraining. Es soll jetzt in der folgenden Serie um Endspiele gehen und im Speziellen um Turmendspiele. Das sind aus meiner Erfahrung die wichtigsten Endspiele, weil hier gibt es so ein paar Schlüsselstellungen, mit denen man halbe Punkte retten kann oder manchmal auch ganze Punkte. Und die Türme kommen ja zuletzt raus in der Schachpartie und werden meistens auch zuletzt getauscht. Also natürlich auch nur prozentual, also immer unterschiedlich, aber Türmenspiele kommen wirklich sehr oft. Und das hier ist das einfachste Endspiel zusammen mit dem Brückenbau oder auch genannt Luzernerstellung. Das kommt im nächsten Video, aber hier handelt es sich um die Philidor-Stellung. Man ist in dem Fall weiß, hat also einen Bauern weniger und möchte die Stellung Remis halten. Der Vorteil ist, dass der König hier vor dem Bauern steht. Die Stellung kann sich auch entwickeln, wenn der König zum Beispiel irgendwie hierhin läuft vor dem Bauern. Und es ist auch total egal, ob das jetzt auf der D-Linie ist oder irgendwo anders. Also das trifft auf alle Linien zu. Es geht nur um das Schema. Und wir schauen mal an, was man zum Beispiel falsch machen kann. Zum Beispiel hier Schach geben. König geht vor den Bauern, droht matt, Turm A1. Wenn jetzt dazwischen geht, geht der Turm hier hin und wieder aus. So. Wenn wir das Schach geben und weglaufen, kommt zum Beispiel hier ein Schach, der Turm zieht, zum Beispiel hier hin oder hier hin, und diese Stellung ist gewonnen. Handelt sich hierbei um den Brückenbau Luzernerstellung, was ich vorhin meinte. Da müsst ihr euch gedulden, bis das nächste Video kommt. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, die Stellung ist gewonnen für Schwarz, weil der König ist jetzt hier vor dem Bauern und der andere König ist abgeschnitten. Und jetzt läuft man einfach vor mit dem Bauern und schafft es wirklich, den umzuwandeln. Oder dass sich der weiße Turm dafür opfern muss. Was kann man noch probieren? Wenn man jetzt zum Beispiel hier sagt, ich fessel den Bauern, dann kann er ja gar nicht ziehen. Zieht der König einfach vor. Man droht wieder hier den König zu vertreiben und dann mit dem Bauern durchzulaufen. Also Schach. Und jetzt läuft der Bauer. Und jetzt droht wieder matt, weil der Bauer hier das Feld deckt. Und die Stellung ist total verloren. Hier Schach, da, da. Und jetzt läuft der Bauer einfach durch. Deshalb merkt schon, es ist eigentlich gar nicht so leicht, diese Stellung noch Remis zu halten. Aber es gibt eben diese eine Methode, mit der man es schafft. Und das ist eben den Turm auf die dritte Reihe zu stellen als Weißer. Oder als Schwarzer auf die sechste Reihe. Jetzt hat man hier die Reihe abgeschnitten. Und es ist schon schwer zu überlegen, was Schwarz machen kann, außer den Bauern zu ziehen. Also er kann zum Beispiel Schach geben, aber gehe ich einfach hoch. Jetzt ist das einzige Schach wieder das, geht man zurück. Also es ändert nicht viel. Man kann irgendwie mit dem König rumlaufen, ist egal, ob der Turm hier oder hier steht. Gibt man halt Schach. Schach. Und man muss das Schach auch gar nicht geben. Man kann einfach auf der dritten Reihe stehen bleiben, ist total egal. Hauptsache, man steht am Ende vom Schach wieder hier. Das heißt, Und wenn der König, also wenn man in so einer Stellung ist, jetzt nicht auf die Idee kommt, irgendwie den Turm wieder wegzuziehen, sondern einfach einen Tempozug machen, also Stellung nicht verändern. So, jetzt sind wir wieder in der Ausgangsstellung. Das heißt, der einzige Zug, also jetzt steht der Turm halt hier statt, also statt auf der H, auf der G-Linie, das ist total egal, welche von beiden. Der einzige schwarze Zug, um Fortschritt zu machen in dieser Stellung, ist den Bauern zu ziehen. Und jetzt zweiter wichtiger Punkt, nachdem man den Turm auf die dritte bzw. sechste Reihe gebracht hat, Turm ganz nach oben ziehen und einfach die ganze Zeit Schach ergeben. Also wenn Schwarz selbst Schach zieht, zieht man ihn wieder hoch und mehr als nochmal Schach zu geben, bleibt nicht übrig. Jetzt nicht hier hingehen, sondern hier hin. Und Schwarz hat ein Problem. Weil wenn er jetzt irgendwas mit dem König versucht, immer Schach, 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 wenn der König versucht, hier zum Turm zu laufen, dann hole ich mir einfach den Bauern. Der ist jetzt nämlich weg. Genau.
Das heißt, hier, wenn der Turm einmal hinten ist, hat man keine Chance mehr. Wenn man hier mit den Bauern läuft, dann dasselbe Schach. Schach. Und jetzt muss der König auch noch an diesen Bauern bleiben. Schach. Weil wenn er zu weit weggeht, dann gehe ich zum Beispiel wieder auf den Bauern. Oder ich gebe Schach, geht alles. Und die Stellung ist einfach Remis. Also, ich fasse nochmal zusammen. Erste wichtige Regel, Turm auf die dritte bzw. sechste Reihe bringen. Und sobald der Bauer zieht, ganz nach oben mit dem Turm, nach hinten und von dort Schach geben. Ich hoffe, ihr seid jetzt in der Lage, auch Remis zu halten, mit Hilfe der Philidor-Stellung. Und dass euch das dann gute, schöne halbe Punkte am besten noch gegen richtig starke Gegner bringt. Und wünsche ich hoffe, ihr habt noch Spaß an dem Rest der Endspielserie. Endspiele zu beherrschen ist nämlich nicht besonders schwer, man muss nur so ein paar Schlüsselstellungen kennen. Und dann kriegt man auch automatisch ein Gefühl dafür, wie man solche Endspiele zu behandeln hat. Wenn euch das Video gefallen hat und es lehrreich für euch war, ihr irgendwas mitgenommen habt, dann bitte Daumen nach oben, lasst ein Abo da, ich brauche das am Anfang und kommentiert bitte, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.